Das 100-jährige Jubiläum von der Reformation 1617 wurde besonders ausführlich in Sachsen gefeiert. Am Hof in Dresden, wo der Kurfürst Johann Georg sich als besonderer Beschützer der Reformation sah, erstreckten sich die Festivitäten über 3 Tage. Und an jedem Tag fanden eine festliche Messe und ein Vespergottesdienst statt. Zum Glück für uns hat der Oberhofprediger Hoher von Hohenegg seine Predigten veröffentlicht. Und in dem Vorwort beschrieb er genau die Musik, die aufgeführt wurde an den 3 Tagen. Da nur ein Teil der Stücke identifiziert werden konnten, haben wir einige ausgesucht und in der Form einer lutherischen Messe zusammengefügt. Dabei haben wir besonders Glück, dass wir 2 bisher unbekannte Werke von Heinrich Schütz einbeziehen konnten. Und zwar Esaja, dem Propheten, das geschah. Und ein fester Burg ist unser Gott. Sind leider nur 3 Stimmen erhalten in der Bibliothek in Zwickau. Trotzdem kann man auch erkennen, dass in dem Dreiertakt da Trompeten dabei gewesen sind. Beide Stücke sind nur fragmentarisch erhalten. Die restlichen Stimmen müssen wir rekonstruieren. Eine besondere Rolle spielten auch dann die Trompeten. Ja, Trompeten war ein Symbol von Macht und der Kurfürst wollte natürlich auch sich selbst in Szene setzen. Michael Praetorius schrieb, sollten die Trompeten einen besonderen Ort nahe bei der Kirche gestellt werden, damit sie nicht die ganze Musik kaputt machen. Unsere Trompeten sind weit hinten in der Kirche, sodass man die Klangverhältnisse darstellen kann, die Schütz auch gehört hätte. Die Musik wurde geleitet von Heinrich Schütz, aber ist zu vermuten, dass nicht nur Werke von ihm aufgeführt wurden, auch von dem Kapellmeister von Haus aus, Michael Praetorius. Beide Komponisten Schütz und Praetorius haben gemeinsam, dass sie sehr viele interessante Instrumentalkombinationen anbieten, versucht haben, neuere Musik in italienischer Manier zu schreiben. Bei Praetorius fällt besonders auf die vielen Koloraturen, die er für die Sänger geschrieben hat. Er gab die Option, eine einfache Melodie zu singen oder eine große verzierte Version mit sehr schwierigen Passagen. Man würde vielleicht denken, dass diese großartige Musik für eine große Kirche geschrieben wurde. Ist aber so, dass die Schlosskapelle in Dresden vielleicht 200 Leute hält. Das war nur ein ganz ausgewähltes Volk, die diese Musik genießen konnten. Heutzutage können wir ganz viele Menschen damit erreichen. Für den Zuhörer, der kein Deutsch versteht, wird vielleicht diese Musik nicht viel anders klingen als die Musik von Giovanni Gabrieli. Der Text spielte natürlich bei Schütz und Praetorius eine viel größere Rolle. Ja, Martin Luther hat die deutsche Sprache da eingeführt und das sollte man auch verstehen.
In der Beschreibung von Hoher von Hohenegg liest man, dass die drei Tage zu Ende gingen mit einer Vertonung von dem 136. Psalm, Danket dem Herrn. Strax wird darauf eine Entrade geblasen, das gleichzeitig erklingt mit den letzten Takten von den Sängern. Und genauso haben wir unsere Aufnahme beendet.